Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Layton's Mystery Journey, Catch Real und die Verschwörung der Millionäre. Im letzten Part haben wir auch den 12. Fall noch abschließen können und wir haben auch schon mit dem perfekten Dinner angefangen und dort schon die ersten beiden Kunden glücklich und zufrieden machen können mit eben dem perfekten Dinner. Und da wollen wir jetzt auch gleich weitermachen, denn da fehlen uns noch 6 weitere Kunden, die wir jetzt noch alle in diesem Part dann glücklich machen wollen, da wir nämlich dann im Story-Modus alles erledigt haben, was es hier dann so zu erledigen gab. Und das wird jetzt dann auch sehr, sehr aufwendig werden, weil ich nämlich das echt nicht einfach finde, das perfekte Dinner. Aber wir gucken mal. So, wir haben schon eben hier den Heller und auch den Thickman beim letzten Mal abgeschlossen. Wer ist denn jetzt noch am einfachsten von den anderen? Ich meine, die Doppelfund will vielleicht einfach auch Sachen mit vielen Kalorien, schätze ich mal. Ich nehme mal die Doppelfund als nächstes. Mal gucken. So. Verraten Sie mir bitte, gnädige Frau, welche Art von Menü würde Ihnen denn gefallen? Ich erwarte einfach nur ein schmackhaftes Essen, von dem ich nie genug kriegen würde, ganz egal, wie oft ich es auch esse. Das ist aber jetzt irgendwie auch nicht sehr toll, so als Beschreibung. Kann jetzt nicht so arg viel draus deuten. Aber okay, erstmal kurz befragen. So. Die gnädige Frau scheint in letzter Zeit auf Fleisch zu verzichten. Es ist wirklich schwer, sich zu überlegen, was man täglich für sie kochen soll. Die ist kein Fleisch mehr? Ernsthaft? So sieht sie aber nicht aus. Und Nummer 2. Oh ja, ich habe gehört, dass Frau von Doppelfund sich von allerlei exotischen Gerichten ernährt, die sich je nach Wochentag ändern. Ujemini. Okay, exotische Gerichte. Will sie und kein Fleisch. Okay. Und sie will was Schmackhaftes. Also trotzdem schon viele Kalorien. Schätze ich mal, aber halt kein Fleisch mehr. Und exotisches Zeug. Na toll. So, viele Kalorien haben die schottischen Eier. Und die Seeteufelpastete. Und die Frühlingsrollen. Und das hier. Ich nehme mal die Seeteufelpastete. Das ist auch ziemlich ungewöhnlich, finde ich, als Vorspeise. Deswegen das nehme ich mal. So, dann Suppe. Da haben wir die Knoblauchsuppe und auch die Muschelsteinpilzschauder mit viel. Und das ist auch sehr ungewöhnlich, finde ich, oder sehr besonders. Deswegen nehme ich mal dann das hier. Ja. So, Hauptgericht. Kein Fleisch will sie. Gut, da haben wir Weißfisch mit Kokosnusscurry. Ich werde natürlich wieder hier gucken, was halt viel hat. Der Burger hier vielleicht. So irgendwie. Nehme ich einfach mal, ja, ich kann erstmal testen und dann gucken, was sie so zu erzählen hat und was sie dann besser machen kann. Und dann als Nachtisch. Muss ich mal überlegen, weil die beiden Sachen mit vielen Kalorien, das sind ja die einzigen. Ah, nee, gar nicht mal, okay, ich dachte jetzt, die beiden wären die einzigen. Aber die beiden sind ja schon quasi weg, wenn man nach meiner Theorie geht, die ich noch nicht weiß übrigens, ob die stimmt. Aber nach meiner Theorie ist ja so, dass kein Gericht sich wiederholen wird. Und das haben wir schon bei Thickman und bei Heller verbraten, diese beiden. Aber das sind auch noch viele hier. Und Durian Ice Cream ist auch wieder ungewöhnlich, finde ich, deswegen will ich mal dann das hier nehmen. So, und los. Ich hoffe, Sie haben nicht zu lange gewartet. Gut. Dann Beeilung bitte, ich mag mein Essen gerne heiß, Catriel, und nicht lauwarm. So. Dann mal gucken. Er ist schon böse. Ich esse nicht so gerne Fleisch. Hat mein Hausmädchen Ihnen... Hä, habe ich da Fleisch dabei? Wo habe ich Fleisch dabei? Achso, aber beim Burger. Ah ja, stimmt, ich bin auch blöd. Richtig, sorry. Tut mir leid. Ja, ist schwierig, ehrlich gesagt, weil hier ist ja überall Fleisch dabei, so ungefähr. Wo ist denn überhaupt kein Fleisch dabei? Ich meine, hier ist halt Fisch. Oder halt hier. Ja. Das andere hat ja alles Fleisch, oder? Huhn, Pekingente, Steak, Silpancho. Das ist ein Schnitzel, ja. Hat überall, also die einzigen beiden, die kein Fleisch haben, sind die hier. Deswegen muss eins von denen sein. Das hat Mittel, deswegen nehme ich mal dann das hier. Ja. Okay. Dürfte jetzt schon besser sein, hoffe ich mal. So. Okay. Oh je, Mini, nein. Würziges Essen lässt mich ganz fürchterlich schwitzen. Das ist höchst unschicklich, wie Sie sich da vorstellen können. Okay. Alles klar. Ja, können wir auch hinkriegen. Ja, hier ist natürlich dann Curry schlecht, nämlich doch eher halt diesen Fisch hier. Ja, und ich werde mal dann wieder servieren. Also jetzt dürfte dann die Hauptspeise stimmen, weil ich meine, sie mag da nichts Scharfes. Und außerdem auch das Curry-Zeugs nicht. Deswegen, das ist das Einzige, was noch überhaupt übrig bleibt. Das Hauptgericht muss jetzt passen. Es geht gar nicht anders. Weiß das schon, wo ist denn das gehaltvolle Liebchen? Weitaus mehr Kalorien. Ja, das macht jetzt aber auch wieder keinen Sinn, leider. Weil das mir nämlich schon klar, dass das hier wenig Kalorien hat. Aber alles andere hat entweder Fleisch oder Curry. Oder bin ich jetzt blöd? Hier, nochmal. Das hier ist ein Schnitzel, ja. Dann hier ist ein Steak. Hier ist eine Pekingente. Hier ist ein Huhn. Hier ist Rindfleisch. Und hier Hackfrikadelle.
Bin ich jetzt verwirrt irgendwie? Muss ich zugeben. Da bin ich jetzt sehr verwirrt. Ich meine, Huhn und Ente ist ja auch Fleisch. Na, das ist halt dann Fleisch von Vögeln im Allgemeinen, ja. Also trotzdem Fleisch. Das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Nee, das verstehe ich nicht, muss ich zugeben. Vielleicht zählt sie ja Schnitzel nicht als Fleisch, aber Schnitzel ist Fleisch, ne? Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht genau, was sie jetzt will. Die Doppelpfund, da bin ich jetzt hart verwirrt, weil da jetzt irgendwie keins passen würde. Ich meine, vielleicht ist es auch doch so, dass das beim Hauptgericht schon gepasst hat, mit dem Sashimi hier. Ja, und dass ich halt dafür dann bei den anderen Sachen mega viele Kalorien dann ihr reinballern muss. Ich meine, hier sind schon viele. Und hier sind es auch viele. Und hier sind es auch viele. Toll. Toll. Ich habe schon so viele, wie es da irgendwie geht bei den anderen. Und trotzdem sagt sie, es ist zu wenig. Okay, dann muss ich es leider durchprobieren. Ich weiß nicht genau, was sie jetzt von mir will. Dann nehme ich halt mal das argentinische Rindfleisch. Vielleicht ist es ja für sie kein Fleisch. Und sie mag das in Wahrheit dann ganz gerne. Aber das checke ich jetzt nicht so ganz, was jetzt die Doppelpfund da von mir will. Weil es da irgendwie keinen Sinn macht. So, sie will kein Fleisch, ja, das weiß ich. Aber dann habe ich leider nichts Perfektes für dich, meine Liebe. Weil das macht dann nämlich alles keinen Sinn. So, die Peking-Ente. Ist vielleicht Ente für dich kein Fleisch? Wir schauen mal. So. Ja. Und, ist besser. Ich esse nicht so gern Fleisch. Ja, da haben wir jetzt ein kleines Problem. Weil ich jetzt nämlich keine Ahnung habe, was das jetzt soll. Und wie ich jetzt das Problem lösen kann. Ich habe jetzt auch schon alles ausprobiert, so ungefähr. Ich kann das Huhn ausprobieren. Aber ich meine, da stand sogar in der Beschreibung Hühnerfleisch. Ich meine, das ist ja auch logisch. Ist ja auch Fleisch, ne? Ist ja klar. Aber das macht ja keinen Sinn, weil ich meine, 6 von den Hauptgerichten haben Fleisch. Und die anderen beiden haben entweder zu wenig Kalorien oder haben Curry. Und das mag sie auch nicht. Deswegen sie mag gar nichts von den Hauptgerichten. Ja, ne? Kann ich auch das Hauptgericht einfach weglassen? Aber das macht ja auch keinen Sinn. Ja, ich bin verwirrt. Ich bin offiziell verwirrt. Jetzt habe ich auch, glaube ich, jedes Hauptgericht ausgetestet, oder? Habe ich noch eins nicht probiert? Das Steak habe ich noch nicht probiert. Ja. Aber Steak ist meines Wissens nach auch Fleisch. Wir schauen mal. Hä, what? Okay. Also ich muss schon sagen, dass ich lange nicht so gut gegessen habe. Der Seeteufel war köstlich und die Suppe göttlich. Ich habe diesen speziellen Fisch noch nie gegessen und er war ganz wundervoll mit diesem herben Käse. Und natürlich kriegt niemand je genug von Eiscreme. Ach, ist es ein Fisch? Fischsteak oder wie? Okay. Was für ein absolut entzückendes Menü, Catriel. Erstklassig, Liebchen. Ihre brillanten Kreationen könnte ich jeden Tag essen. Ja, habe ich drauf geachtet. Stimmt. Ja, okay. Ich dachte halt, dass Steak irgendwie immer auf Fleisch bedeuten müsste. Aber es kann ja auch vom Fisch kommen. Ja, okay, stimmt. Okay, sorry. Oh, es freut mich sehr, dass es Ihnen so gut geschmeckt hat, gnädige Frau. Okay, alles klar. Na gut. So. Und das waren wieder mal komplett verschiedene Sachen. Ja. Ich kann mir das auch übrigens hier nochmal angucken, bei den dreien jetzt, was denn das perfekte Dinner für die war, wie wir hier sehen können. Deswegen werde ich dann mir das jetzt halbwegs merken können, hoffentlich. Und dann immer die anderen Sachen nehmen, weil ich bleibe dabei, ich glaube, dass kein Gericht doppelt vorkommt. So, was ist hier mit Sola eigentlich? Was will sie? Etwas Spaßiges, sowas möchte ich essen. Eine Mahlzeit, die man gemeinsam genießen kann. Die man gemeinsam genießen kann. Ich schätze mal jetzt auch, dass sie nicht so viele Kalorien haben will. Obwohl ich jetzt eigentlich noch Leute nehmen sollte, die viele Kalorien wollen, weil ich nämlich bisher jetzt schon viele Gerichte mit vielen Kalorien schon weg habe, wegen der Doppelpfund oder auch wegen Thickman, weil die ziemlich reinhauen. Und ich meine, Heller hat ja auch ziemlich reingehauen. Deswegen soll ich jetzt eher noch andere Sachen nehmen, die auch tatsächlich viel haben. Ja, du nicht unbedingt. Die Pip, jetzt auch nicht unbedingt, glaube ich, nee. Und er hier, eigentlich auch nicht. Ja, da will eigentlich fast keiner mehr viele Kalorien. Ja, ich werde mal doch einfach die Sola nehmen. Mal gucken, wird schon irgendwie. Na gut, Sola, was möchten Sie denn gerne essen? Haben Sie irgendwas Bestimmtes im Sinn? Etwas Spaßiges, sowas möchte ich essen. Eine Mahlzeit, die man gemeinsam genießen kann. Okay. Das ist jetzt noch nicht so eine starke Aussage auch, behaupte ich mal. Aber okay. Erstmal wir fragen. Booster. Mister neigt dazu, ihr Gemüse liegen zu lassen, obwohl wir versuchen, ihr diese Angewohnheit abzugewöhnen. Ich schätze allerdings, bei ihrem perfekten Dinner könnte man darauf verzichten. Kein Gemüse, merke ich mir.
Und? Ja, ich glaube, unsere junge Sola... ja, du passt schon. Unsere junge Sola kann nicht so gut mit Würzigenessen umgehen. Sie ist eher eine echte Naschkatze, wissen Sie? Okay, eine Naschkatze ist sie. Nichts Würziges und nichts Gemüsiges. Okay, zuerst mal zur Nachspeise dann. Wenn sie so eine Naschkatze ist, dann... hier, das hier. Das drei... Oder habe ich das jetzt schon weg? Das... Ah ja, stimmt, das ist ja britisch. Das habe ich schon weg, genau. Das habe ich nicht mehr übrig, quasi. Der Apfelkrümelkuchen vielleicht ist doch ganz cool, würde ich sagen, oder? Ich meine, das ist ja schon weg, glaube ich. Und das hier ist auch schon weg, ne? Ich meine schon. Ich gebe einfach mal dann das Ding hier. Passt schon. So, dann Hauptgericht. Obwohl ich halt auch ein bisschen darauf achten soll, dass man das gemeinsam irgendwie essen kann. Und gibt es da ein anderes, was besser passt? Was man eher gemeinsam essen kann? Das kalte Gelee vielleicht eher, aber es ist jetzt nicht so wirklich naschmäßig. Naschen ist eigentlich eher hier der Kuhn. Ich bleibe beim Kuhn, das wird schon passen. Und dann gleich werde ich ja eventuell das noch ändern können, wenn sie irgendwas Besonderes dann oder anderes halt sagt. So, Gemüse will sie nicht. Ich meine, so ein bisschen Grünzeug ist ja immer dabei, aber es ist ja nicht... Ich meine, wenn so ein Blatt dabei ist, dann ist ja nicht schlimm, hoffe ich jetzt mal. aber ich nehme mal vielleicht für sie den fetten Burger oder sowas. Das Curry will sie nicht, ja. Ich nehme für sie den fetten Burger einfach, wird schon passen. Irgendwie... Und dann hier bei der Suppe nehme ich mal, keine Ahnung, weiß nicht, das Ding hier vielleicht, Pilzgeschmack, was weiß denn ich, habe keinen Peil. Und dann hier nehmen wir noch, auf jeden Fall nichts mit Gemüse, die Frühlingsrollen vielleicht einfach so, oder hier, das würde ich am besten passen, weil halt jeder dann eins von den Dingern nehmen kann und die man dann schön gemeinsam essen kann. Deswegen nehme ich mal das hier. Ich denke mal, dass das hier richtig sein könnte. Die Vorspeise. Die anderen stimmen wahrscheinlich nicht, aber die Vorspeise könnte passen. Mal gucken. Okay. So, ja. Wenn es nach mir geht, sollte das Dessert unfassbar süß sein. Mhm, noch süßer. Okay. Ja, kriege ich hin. So. Was denn hier am süßesten von diesen Dingern? Hier, das hier ist ziemlich süß, behaupte ich mal. Zitrone jetzt eher weniger. Das Gelee eigentlich auch nicht. Und ich meine, das Ding ist ja schon... Ich muss mal noch nachgucken, welche jetzt schon weg sind und welche nicht. Weil das, ich denke mir nämlich schon, dass es eben danach geht. Ja, das ist nämlich schon weg, das eine, ja. Und das Ding ist auch. Achso, ah, nee, okay. Okay, ich habe auf jeden Fall noch dieses typisch britische Zeugs da. Das habe ich noch. Moment. Also das hier. Ja, nee, aber das ist ja jetzt auch nicht... Ist es so süß? Ja, ich meine, süße Sahne. Ja, vielleicht doch. Ich nehme es mal auf jeden Fall. So. Und es sieht ja auch ganz spaßig aus, finde ich. Oder? Ich finde schon. Ja. Cool. Ich liebe es. Das ist das Menü für meine nächste Feier. Wow, okay, nice. Die farbenfrohen Canapés waren ein fantastischer Einfall. Jetzt können alle sich aussuchen und nähen, was sie möchten. Ja, das dachte mir schon, ja. Bei der Suppe mit Teigdeckel hielt ich es vor Spannung gar nicht aus, was darunter wohl sein könnte. Und der Burger war eine gewaltige Überraschung. Die Torte mit ihren vielen Schichten war perfekt. Ich glaube, ich hatte noch nie so ein spannendes Essen. Danke, Catriel. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich meine, vielleicht gibt es auch doch auch mehrere Möglichkeiten, was man immer so wählen könnte. Also bisher macht es eigentlich für mich eher den Eindruck, als könnte man, vor allem da es ja perfekt sein soll, als könnte man bei jedem Gast und auch bei jedem Gang immer nur eine perfekte Sache wählen und als gäbe es nicht mehrere Möglichkeiten. Aber ich hatte ja jetzt dann schon, wenn dem so wäre, hatte ich jetzt extrem viel Glück, muss man auch zugeben. Aber okay, warum denn nicht? So, dann mal die Pip vielleicht. Sie wird genießen, während sie das Feuerwerk sich anguckt. Ja, ist jetzt auch irgendwie nichtssagend, finde ich. Ich werde dann auf jeden Fall gleich wieder... Ich habe es übersprungen, tut mir leid, aber passt schon. Ich hätte eh nochmal gesagt, was wir gerade eben eh schon wussten, dass ich es eben während dem Feuerwerk dann essen will. Ich werde dann eher befragen und dann das dadurch vielleicht rauskriegen. Mal gucken. Also, ich glaube, die Bürgermeisterin mag Fisch, oder? Nein, ja, das stimmt. Sie mag Fisch, aber keinen rohen Fisch, glaube ich. Und sie, also, achtet auf ihre Figur. Ah, okay, sehr schön. Jemand wenig Kalorien, alles klar. Und auch Fisch, ja. Bürgermeisterin Lomonida ist immer in meiner Konditorei dabei, wenn ich etwas Neues kreiere. Ich glaube aber, sie mag kein Essen, das zu süß ist. Okay, nicht zu süß, nicht zu kalorienhaltig und Fisch. Sollten wir hinkriegen, so halbwegs. So, ich mache am besten erstmal die Hauptspeise vielleicht, weil... da gibt es jetzt nicht so viel Auswahl. Hier mit Fischzeug. Eigentlich dann das hier, würde ich einfach sagen, oder? Weil ich meine, das Steak ist ja schon weg. Ja. Und das andere ist ja tatsächlich auch kein Fisch, sondern wirkliches Fleisch. Und... Dann muss eigentlich fast der hier sein, würde ich mal behaupten. Hat auch wenig Kalorien, passt auch. Deswegen, das könnte funktionieren.
So, Nachspeise mit wenig Kalorien. Oder habe ich hier irgendwo bei der Nachspeise Fisch oder so? ich weiß nicht genau. Ich glaube eigentlich weniger. Aber das kalte Gelee könnte vielleicht passen oder so. Ich nehme mal das kalte Gelee. Das kann man bestimmt auch während dem Feuerwerk ganz gut essen. Vielleicht. Keine Ahnung. Dann Suppe. Da habe ich doch irgendwo eine Fischsuppe, glaube ich, oder? Lass mal kurz gucken. Kürbis, Knoblauch, Muschel, Pilzsuppe, Chino, was ist das hier? Chinoa oder sowas? Nee, Schinken, Tom Yum, würzige taiwanische Meeresfrüchtesuppe. Ja, Meeresfrüchte ist, ja, könnte passen, vielleicht. Ja, am ehesten würde ich sagen. Ich meine, das hier hat auch mittel viele Kalorien nur, könnte auch passen. Und dann als Vorspeise, auch einfach irgendwas mit wenig Kalorien halt. Habe ich aber einige. Und zwar... Ah, hier mit Fischsoße übrigens. Nehmen wir mal das hier. Okay. Som Tam und Tom Yum. Auch ziemlich cool. So. Das glaube ich schon mal gar nicht mal so schlecht. Mal schauen. Ja, okay, geht so. Es tut mir leid, Catriel. Ich bin kein großer Fan von rohem Fleisch oder Fisch. Ah ja, stimmt, okay. Das habe ich vergessen, richtig. Ist denn der, dieser Sashimi da, ist der denn roh oder ist der zubereitet irgendwie? Also im ganzen Fisch. Ne, der ist schon irgendwie halbwegs zubereitet, oder? Ich weiß nicht genau. Ich meine, ich habe ja ansonsten hier nicht mehr arg viel anderes zur Auswahl, oder? Hier. Ne, irgendwie nicht mehr. Ich meine, hier kommt ja auch gar kein Fisch vor. Und das Steak ist ja schon weg. Deswegen, das muss eigentlich das hier sein. Das geht eigentlich fast gar nicht anders. Ja, ist aber irgendwie auch komisch, finde ich, ne? Ich weiß nicht genau. Ich werde es mal kurz hier mal bei der Suppe etwas ändern, weil vielleicht habe ich ja die Suppe falsch gemacht. Ich habe bei der Suppe mal einfach irgendwas anderes mit wenig nehmen. Ich zum Beispiel mal hier die Spargel-Witchis oder irgendwie, ich kann es nicht aussprechen, egal, vergesst es. Und dann mal kurz gucken, ob jetzt das vielleicht passt. Und wenn es jetzt dasselbe sagt, dann heißt es ja, dass ich dann wirklich eher beim Hauptgericht was falsch gemacht habe. Aber ich meine, das Hauptgericht muss eigentlich fast stimmen. Oder? Ich weiß nicht genau. Das ist aber blöd. Ja, oder ist es halt doch so, dass sie halt beim Hauptgericht dann doch auch Fleisch ist, weil ich halt hier keinen zubereiteten Fisch mehr habe. Ich kann mal kurz das Steak austesten, ne? Weil ich meine, vielleicht ist ja, ich werde dann doch auch wieder hier übrigens wechseln zu dem hier. Vielleicht ist ja doch so, dass ich es überschneiden kann und dass halt dann manche Gerichte doppelt vorkommen können. Ich weiß nicht genau. Wir testen mal das kurz. Weil das Steak ist ja auf jeden Fall zubereitet. Das ist ja auf jeden Fall nicht roh. So. Okay. Diese Hose ist schon eng genug. Aber sie sagt was anderes. Deswegen ist es dann vielleicht ja schon so, dass es dann passt. Aber ich meine, das hatte doch viel, oder? Das hatte viele. Ja, eben. Ist ja auch schlecht. Was hatten hier wenig eigentlich? Das ist das Einzige mit wenig. Ja. Das hier hat noch Mittel, aber ist halt ein Huhn. Ich kann mal das Huhn austesten. Vielleicht mag sie auch das ganz gerne. Ich habe keine Ahnung. Hey, das wird auch wieder dauern, glaube ich. Ach Mensch. So. Nee. Ein nettes Essen. Aber ich würde etwas mit mehr Biss bevorzugen. Etwas Würziges, was die Stimmung hebt. Mann, ich sagte immer was anderes auch. Okay, was Würziges. Was Würziges. Habe ich hier als Nachspeise noch irgendwas Tolles Würziges? Was ist das hier? Süßlich. Ja, süßlich will sie ja nicht. Und aber auch mit wenig. Was ist das hier? Ja, nicht wirklich. Ne, Nachspeise lasse ich mal. Das ist, glaube ich, nicht so schlecht, die Nachspeise vielleicht. Keine Ahnung. Ich meine, der Rest. Ich meine, hier Somtam passt perfekt. Das hat Fischsoße. Das ist würzig. Hat wenig Kalorien. Also das muss passen. Behaupte ich jetzt mal. Das geht gar nicht anders. So, das hat ein Mittel viele. Hier kann ich dann noch irgendwas mit wenig machen. Was habe ich denn hier bei wenig für Auswahl? Hier, das Ding hier. Dann noch die Kürbis-Joghurt-Suppe. Ist die irgendwie gewürzt? Nee. Die auch nicht. Die hier? Ja, auch nicht wirklich. Ich nehme jetzt mal die, aber das wird, glaube ich, auch nicht passen. Heieiei. Ja, hier bin ich jetzt irgendwie ein bisschen ahnungslos, weil ich nicht genau zuordnen kann. Was jetzt mit ihren Aussagen meint und welches Gericht ich abändern muss vor allem. So. Es will immer noch was Würziges. Ja, die Frage ist halt, in welchem Gang will sie etwas Würziges? Ist denn das Tandoori-Huhn eigentlich würzig? Ist es ja. Dann passt es sogar schon, weil sie will ja sogar noch Würzigeres haben. Und das hier ist nicht würzig, ja. Aber das hier ist ja auch würzig. Deswegen genau, es muss dann entweder Suppe oder Nachspeise sein.
Habe ich dann bei der Nachspeise irgendwas Würziges hier? Warte mal kurz. Steht hier nicht. Nein. 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 Keine Ahnung. Ich meine, das kann auch nicht sein, weil ich meine, sie mag, wie gesagt, nicht süßlich. Es ist zwar nur leicht süßlich, aber ich meine, ich kann es mal austesten. Aber dann muss es eher die Suppe sein. Habe ich noch hier irgendeine würzige? Ich habe doch bestimmt hier irgendwo eine würzige. Warte mal. Moment. Hier. Das Tom Yum. Ja, das hatte ich ja gerade eben schon. Dann hat sie hier rumgemeckert, dass es dann zu viele Kalorien hat. Wie viel habe ich denn jetzt insgesamt? Ich meine, hier habe ich wenige. Hauptspeise habe ich Mittel. Und hier habe ich auch wenige, ne? Ja. Ja, ich sehe schon kommen, dass dann gleich hat sie zu viele Kalorien, oder? Ich denke mal schon. Ach Gott, ey. So. Was? Du. What? Du bist noch mehr würzig? Es sind schon drei Gerichte würzig, nur so. Das geht. Hä, das geht doch jetzt gar nicht mehr. Ich meine, hier, das ist würzig. Ja. Das ist würzig. Ja. Und das ist würzig. Ja. Also muss die Nachspeise würzig sein. Aber ich habe doch hier nichts Würziges. What? Was will denn die jetzt? Ich meine, vielleicht steht auch das Würzig nicht dabei, aber ich meine, das ist sehr ungewöhnlich, wenn eine Nachspeise würzig ist, behaupte ich jetzt mal. Was ist übrigens hier? Das ist nicht allzu süß. Das könnte auch passen, da sie ja nichts Süßes mag. Das ist nicht würzig, nein. Durian ist auch nicht würzig. Hä? What? Ich nehme mal das hier. Aber jetzt habe ich halt wahrscheinlich das Problem, dass das jetzt wieder zu viele Kalorien hat. Oh Gott, ey. Ich glaube, bei der Pip werde ich jetzt dann gleich einen Schnitt machen müssen, weil es dann doch jetzt ein bisschen zu lange dauert. So. Hä, aber... Das kann doch nicht wahr sein. Es tut mir echt leid, Pip, aber das geht nicht. Ich kann es nicht noch würziger machen. Die ersten drei, die sind schon alle würzig. Und jetzt das hier, die Nachspeise, habe ich nichts Würziges. Es tut mir leid. Was soll ich denn machen? Ich kann da einfach durchprobieren. Aber das ist ja jetzt auch nicht so ganz Sinn der Sache. Was hat denn hier noch wenig Kalorien? Lass mal kurz gucken. Ja, das habe ich schon getestet und das auch. Das muss doch was mit Mittel also sein. Weil die beiden nicht passen, aber das ist auf gar keinen Fall würzig. Das habe ich schon getestet. Und die anderen haben halt dann noch viel. Okay, das hat auch wenig noch übrigens. Aber ich meine, Zitronentart ist jetzt nicht würzig. Also es würde mich schwer wundern, wenn das würzig wäre. Aber wir gucken mal, vielleicht passt jetzt das besser. Nee. Okay, dann muss ich einen kurzen Schnitt machen. Ich verstehe es nicht ganz, was sie jetzt von mir will, weil ich habe die ersten drei Sachen würzig und ich habe keine würzige Nachspeise. Deswegen werde ich mal einen Schnitt machen und dann gleich sehen wir uns wieder, wenn dann das hoffentlich alles hier klappen wird. Also dann bis gleich. Okay, jetzt passt's. Ich muss ja als Hauptgericht dann doch den Weißfisch mit Kokosnusscurry nehmen. Das macht natürlich schon auch eigentlich mehr Sinn, das stimmt. Weil es halt auch Fisch ist, davor hatte ich ja dieses Huhn, glaube ich, oder sowas. Macht schon auch mehr Sinn, ja. Aber trotzdem habe ich jetzt nicht mehr würziges Zeug als gerade eben. Deswegen war ich halt da wegen ihrem Hinweis verwirrt. Ich meine, es macht schon so mehr Sinn, ja. Aber ihr Hinweis war etwas komisch, wie ich finde. Da mein Vorschlag schon genauso würzig war, wie jetzt das, was wir jetzt letztendlich haben. Aber okay. Oh ja, ach Catriel, das war genau das, was ich mir vorgestellt hatte. Das war richtig anregend. Dieser gesunde Papayasalat mit dieser scharfen Note war ein absoluter Traum. Dann die verschiedenen Aromen in der Suppe und das Curry. Und zum Abschluss dieses sämige und dennoch ausgeklügelte Dessert. Es war genau richtig, um mich nach den ganzen würzigen Genüssen wieder abzukühlen. Perfekt. Ich bin so froh, dass ich eine Kombination gefunden habe, bla bla. Und das war übrigens wieder jetzt dann doch etwas anderes. Deswegen, ich bleibe noch immer dabei bei meiner Theorie, dass jeder mal was anderes hier wählt. Okay. So, dann, die Emiliana mache ich am Ende. Mache ich aber erstmal sogar Hastings, weil ich nämlich ja bei Handy irgendwie auch immer Probleme habe. So, er will was er mit seiner Zitrone essen kann, weil die Zitronental ist ja schon leider weg, ne? Das haben wir ja gerade eben gehabt bei ihr. Das wäre nämlich ganz witzig gewesen, wenn dann, weil er sie auch Zitrone nennt, wenn er auch Zitronental hier nehmen könnte, aber okay. Inspektor Hastings, nun, was für ein Essen finden Sie denn perfekt? Ich möchte etwas, was meiner kleinen Zitrone gefallen würde. Es ist zur Feier unseres Jahrestags. Also bringen Sie Ihre grauen Zellen in Schwung. Okay. So, erstmal befragen auf jeden Fall. Oh, mein Mann ist manchmal ein richtiger Idiot. Sehr nett. Aber ich erinnere mich noch an unser erstes Date. Er brachte mich in ein chinesisches Restaurant. Das Essen dort war umwerfend. Okay, ja. So, dann.
Hallihallo, Hallöchen. Ich habe gehört, der Inspektor hat ein Lieblingsdessert, das er jedes Mal bestellt, wenn er in ein Café geht. Wenn er in ein Café geht, ein Lieblingsdessert. Okay, fange ich mal damit an. Na, Kuchen einfach oder wie vielleicht? Ja, ich meine, das kann man auch ganz gut zum Jahrestag essen irgendwie gemeinsam, deswegen am ehesten mal Kuchen mach ich mal. Wird schon passen. So, und dann noch chinesisches Zeug. Hier indisch. Ich meine, vielleicht reicht ja asiatisch auch aus. So im Groben und Ganzen. Aber eigentlich glaube ich eher weniger. Das ist aber ein bisschen blöd. Ja gut, hier die Peking-Ente dann wahrscheinlich. Die hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Deswegen, das würde ganz gut passen. Ja. Wir haben ja auch noch hier irgendwo... Ja genau, dieses Ding hier. Aber das hatten wir ja gerade eben... Diese Eiersuppe hatten wir ja schon. Die haben wir schon für den Heller verbraten. Deswegen, die kann ich jetzt dann hier nicht mehr leider hernehmen. Was ein bisschen ärgerlich ist, aber okay. Hier taiwanesisch. Ich nehme mal das taiwanesische Zeug hier. Ja, obwohl, aber Tom Yum hatten wir ja gerade eben auch schon. Deswegen, ich will mich da eigentlich schon dran halten, dass ich das dann immer komplett unterschiedlich mache. Weil das bisher jetzt eben immer so war. Was habe ich denn noch nicht benutzt? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, diese Suppe hier noch nicht, aber passt die? Glaube ich eher weniger. Ich nehme es mal trotzdem einfach so. Wir schauen mal. Und dann hier als Vorspeise. Was habe ich denn hier? Keine Ahnung. Die Frühlingsrollen vielleicht einfach mal so. Ich nehme mal die Frühlingsrollen einfach. So. Okay, mal gucken. Schauen wir mal, was sie mir aufgetischt haben, Cats. So. Ach, kommen Sie, Kurt. Ich brauche etwas, was meine kleine Zitrone vom Hocker haut. Jetzt sollen die ganzen Erinnerungen an unser erstes Rendezvous durch den Kopf gehen. Ah ja, ja, super. Vielen Dank, Hastings. Das ist auch wieder mal eine total tolle Hilfe. Weil ich aber beim ersten Rendezvous dabei war und genau weiß, was ihr da zu essen hattet. Du verdammter Idiot, hey. Toll. Was mache ich jetzt? Kein Peil. Mal kurz überlegen, was könnte dann am ehesten passen? Die Peking-Ente passt, behaupte ich mal. Und der apfelgrüne Kuchen... Könnte auch passen, aber das ist halt am ehesten in einem Café bestellt, ein Kuchen halt einfach. Und es würde auch, finde ich, für einen Jahrestag ganz gut passen. Und vor allem, der ist auch noch übrig. Deswegen, ich werde mal den hier belassen, ja. Aber in den anderen beiden, vor allem bei der Suppe habe ich einfach irgendwas genommen. Was habe ich denn jetzt noch übrig eigentlich ansonsten? Ich glaube das Ding hier, oder? Chinhua-Schinken oder so. Ich habe keine Ahnung, ist das chinesisch irgendwie? Ich habe keinen Peil. Ich nehme mal die. Die Frühlingsrollen sind eigentlich auch ganz gut, finde ich. Ja. Ich teste mal so. Aber das ist jetzt ein bisschen blöd, dass er mir da jetzt gar keinen Tipp gegeben hat, so ungefähr. Als ich meine kleine Zitrone zu unserem... Ah ne, okay, er sagt was anderes, sorry. Daher entschloss ich mich, es in Chinatown zu probieren. Das hat mich daran erinnert, was für ein Hammeressen wir damals hatten. Die hatten damals nur das Dessert nicht richtig hinbekommen. Aber dann gingen wir weiter zu einem kleinen Café, wo sie uns einen hervorragenden Apfelkrümelkuchen servierten. Ja, der wird bei ihr ins Herz jetzt gepasst. Achso, er ist halt gepasst. Hä? Er hat doch gerade die Mundwinkel nach unten gezogen. Er hat doch unglücklich geschaut. What? Es war ich nämlich verwirrt. Ich war schon verwirrt, warum er so viel zu erzählen hat. Aber es hat gepasst. Okay, also anscheinend darf ich auf die Gesichtsausdrücke von den Leuten nichts geben. Weil das irgendwie auch total komisch ist und... Also entweder bin ich auch wieder mal blöd, aber der hat doch gerade eben traurig geschaut, oder? Und dann hat er gesagt, ja, das Beste ist in der Welt, cool. Keine Ahnung, egal, wir haben es gelöst, ich bin zufrieden, passt alles. So, dann noch Cherry Handy, wo jetzt schon nicht mehr so viel übrig bleibt, da wir ja doch schon jetzt einiges weggehauen haben. So, was bleibt jetzt überhaupt noch hier übrig? Lass mal kurz überlegen. Ich glaube, das bleibt zum Beispiel noch übrig. Und ich glaube auch der Radieschensalat. Ich glaube, alles andere hatten wir schon. Ich glaube schon, ja. Was von den beiden sieht denn cool angerichtet aus? Ja, das ist sehr, sehr ähnlich, wie ich finde. Ich nehme mal jetzt erstmal das Ding hier, würde ich sagen. Ja. So, bei der Suppe. Ich glaube, die hatten wir. Hatten wir die schon? Ich glaube nicht. Die hatten wir schon. Die glaube ich auch nicht. Knoblauchsuppe hatten wir. Das auch. Die Pilzsuppe... Weiß jetzt nicht genau. Und Tom Yum und das hatten wir auch schon. Also Pilzsuppe, Spargel, Vichy-Soße oder sowas und dann noch Kürbisjoghurtsuppe. Und eins von denen hatten wir schon, das weiß ich gerade nicht mehr. Und was sieht hier schön aus? Das bestimmt nicht. Das hier vielleicht. Ja, am ehesten das würde ich sagen, die Pilzsuppe. So, dann hier. Hat, glaube ich, jetzt den Fisch hier, den Sashimi auch noch niemand gegessen, oder?
glaube nicht. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und das Huhn? Hat das schon jemand gegessen? Ja, das hat die Lobonita schon gegessen, weil es ja würzig. Oder hat die's? Nee, Quatsch, hat sie nicht, genau. Das war jemand anderes, aber irgendjemand hat es schon gegessen, glaube ich, ne? Ich meine schon. Deswegen werde ich dann schon ihr was oder ihm was anderes geben, dem Handy. Und zwar dann mal den Fisch meinetwegen. Wird schon passen vielleicht. Und dann hier. Was hatte hier noch niemand bisher? Das hier hatte das schon jemand? Ich glaube nicht. Ich mache jetzt einfach das hier. Mal gucken, wird schon irgendwie passen. So. So. Vor Vorfreude läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen, Miss Layton. Dann gucken wir doch mal. Es gibt einige Gerichte, die ich sehr mag, aber am wichtigsten ist für mich die Präsentation. Ich möchte auch das Geschick des Anrichters erkennen können. Ja, toll. Okay, also passt noch nicht. Was ändern wir denn jetzt da? Ich kann mal nur mal ganz kurz befragen, weil ich schon nicht mehr genau weiß, was da jetzt eigentlich los war. Lass mal kurz gucken, was sie hier gesagt haben. So. Ja, das weiß ich schon. Vielen Dank. habe ich noch ein bisschen mehr Infos vielleicht? Nie würziges oder kräftiges. Stimmt, ja. Lass mal kurz nachgucken. Hier die Pilzsuppe. Ja, die ist schon relativ kräftig, behaupte ich mal. Da vielleicht eher das Zeug hier. Das ist jetzt nicht so mega intensiv, behaupte ich mal. Ich nehme mal dann das hier. Der Radieschensalat. Ja, das könnte auch der andere sein. Ne? Was steht hier dabei? Ah, okay, der ist bei jungen Frauen beliebt. Dann kriegt das die Emiliana wahrscheinlich dann am Ende. Und dann passt es schon so, behaupte ich mal. Sashimi. Sieht eigentlich auch ganz cool aus, finde ich. Und ich meine, ich habe ja hier nur Sashimi. Und was habe ich jetzt noch übrig dann? Ich kann es mir nicht merken, leider. Habe ich jetzt das Tandrio noch übrig? Ich habe ja gerade gesagt, ich habe es nicht mehr übrig. Aber ich kann es mir nicht merken, ich weiß nicht genau, ehrlich gesagt. Habe ich das Rindfleisch noch übrig? Ich habe keine Ahnung. Ich werde es mal dabei belassen, kein Peil. Und das hier. Was habe ich denn hier bei den Desserts noch überhaupt übrig? Das habe ich schon. Habe ich das schon mal irgendwie überhaupt hergegeben? Ich glaube auch nicht, ne? Ist das schön angerichtet? Vielleicht. Keine Ahnung, ich probier's mal. Ach Mensch, ich habe doch keine Ahnung. Ich werde dann auch sogar gleich wieder vielleicht sogar schneiden müssen, obwohl jetzt eigentlich nicht mehr viel zur Auswahl steht. Aber mal gucken. Ah, okay. Das ist das perfekte Dinner. Ich bin beeindruckt. Die Radieschen waren hübsch geschnitten. Die Suppe hatte einen frischen, belebenden Geschmack und das Auge konnte auch mitessen. Sashimi von einem ganzen Fisch ist eine perfekte Idee und das Dessert, das an ein Aquarium erinnerte, war auch genial. Jeder Gang des Menüs schenkte mir eine neue Inspiration fürs Backen. Perfekt, wahrlich perfekt. Danke sehr. Okay. So. Und damit fehlt nur noch Emiliana. Die wir jetzt per Ausschlussverfahren dann lösen können, wenn ich mir denn gemerkt habe, was denn jetzt noch fehlt. Lass mal erstmal kurz bei den Hauptgerichten gucken. Habe ich da jetzt dieses komische Huhn schon? Ah ja, er hat schon das Rindfleisch, okay. Ne, dann fehlt das Huhn tatsächlich noch. Und das kriegt dann die Emiliana, okay. Und beim Rest habe ich vielleicht eh schon eine Ahnung, mal schauen. Kann ich hier mit etwas helfen, Emiliana? Ich habe gehört, Sie haben angefangen, sich um die Küche zu kümmern. Ich frage mich, ob Sie meine Präferenzen herausfinden und ein Essen zusammenstellen können, mit dem ich zufrieden bin. Wir werden sehen. Oh ja, das kriegen wir hin. So, aber trotzdem mal kurz befragen, ob ich jetzt überhaupt Hinweise kriege oder nicht. Keine Ahnung. Ach ja, nach meinen Aufzeichnungen soll die perfekte Perfetti in letzter Zeit auf einen Gesundheitstrip sein. Okay, ja. Aber ich meine, ich brauche die ja eigentlich eh nicht, die Hinweise. Ich mach's mal trotzdem. Sie hat mich mal zusammengestaucht. Sie meinte, sie hätte zwar eine scharfe Zunge, würde aber trotzdem keine scharfen Sachen mögen. Ich weiß nicht genau, warum sie das gerade mir erzählen musste. Okay. So. Also, hier ist noch das Huhn übrig, mit mittelvielen Kalorien. Und das hat nur eine milde Schärfe. Ja, ich weiß nicht genau, ob das jetzt dann passt, aber ich meine, das muss ja eigentlich passen, ne? Dann hier bleibt eben noch das Ding hier übrig. Ja. Bei den Suppen bleibt, ich glaube, noch die übrig, ne? Ich glaube schon. Und bei der Nachspeise bleibt jetzt dann halt noch das hier übrig. Glaube ich. Wir schauen mal. So. Ah,
Das war in der Tat sehr gut. Abwechslungsreich, unter genauer Beachtung der Kalorienmengen und mit exzellent ausgewogenen Nährwerten. Wie haben Sie herausgefunden, dass ich Joghurt mag? Das war sehr klug. Und ja, jetzt erinnere ich mich. Meine Mutter hat mir früher immer Tandoori-Huhn gemacht, weil der süße Geschmack die Schärfe ausgleicht. Es tut mir im Herzen weh, Catriel, aber ich muss zugeben, das war perfekt für mich. Perfekt für Perfetti? Tja, es freut mich, dass ich Sie zufriedenstellen konnte, Emiliana. Wissen Sie, das Motto der Agentur lautet, wir lösen jedes Rätsel, selbst wenn es typisch Emiliana werden muss. Gut, alles geschafft. Heieieiei. Gut, dann kriege ich jetzt dann gleich eine Belohnung, ja? Glückwunsch, du hast die Anforderungen für alle perfekten Dinner erfüllt. Alle reden in der Stadt von Cats meisterhaften Menüs und das Restaurant ist jeden Tag gerammelvoll. Eine Speisefreunde-Lounge wurde zu Cats Knobelkiste im Bonusbereich hinzugefügt. Okay. So, und dann würde ich, jetzt ist auch hier nirgendwo mehr ein Neu, irgendwo, auch ziemlich cool, würde ich erstmal sagen, das war's hier auf diesem Part von Let's Play Layton's Mystery Journey, Catriel und die Verschwörung der Millionäre. Beim nächsten Mal werden wir es dann auf jeden Fall wieder im Hauptmenü sehen, da wir jetzt dann hier in der Story erstmal alles gemacht haben, was so irgendwie geht. Alle Fälle haben wir komplett abgeschlossen, alle Rätsel gelöst, hier komplett alles umdekoriert, alle Kleidungen von Cat, die ich kaufen kann, haben wir uns auch gekauft. Wir haben auch alle Minispiele gemeistert, alle Kuriositäten gesammelt, also alles, was irgendwie geht, haben wir gemacht. Und dann fehlen jetzt eben noch die Bonusrätsel, was wahrscheinlich eben wieder 15 Stück sein werden. Ich habe mir den Bonusbereich noch nicht angesehen, deswegen weiß nicht genau, aber ich schätze mal, dass es 15 sind und um die werden wir uns dann noch in den nächsten paar Parts kümmern. Okay. Auf jeden Fall würde ich dann noch selber einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.